Elektrofleisch wird eine Nische besetzen. Ich finde es total spannend, dass so ein Thema, was man eigentlich nur aus den Medien kannte, dieser berühmte erste Burger aus dem Labor, der vor ein paar Jahren, also 2013, noch über 1 Million Euro gekostet hat, dass halt wirklich der Preis dramatisch gesunken ist, was daran liegt, dass da einfach wahrscheinlich große Fortschritte gemacht werden. In-vitro-Fleisch ist letztendlich auch nur eine Branche, ein Zweig dieser ganzen Genetiktechnologien. Und wir müssen diese Technologien auch ethisch beherrschen. Wir können das jetzt Chinesen überlassen. Wir können das Aktivisten überlassen. Oder wir als europäische Landwirte, als deutsche Landwirte, können zu diesen Themen eine Haltung entwickeln und für diese Position dann auch einstehen. Damit diese Technologien eingesetzt werden, damit sie dafür genutzt werden, dass 10 Milliarden Menschen jeden Tag 3-mal ein gesundes Essen auf den Tisch bekommen. Ich finde es total spannend, dass dieses Thema Laborfleisch oder Klimit oder wie man es auch immer nennt, doch ein Thema bei der DLG ist, dass man sich damit beschäftigt, auseinandersetzt, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und aus der Session nehme ich eigentlich mit, dass es einfach nur der Anfang gewesen sein kann, eine Diskussion. Es ist aber im Grunde genommen ein Dialog über Innovation und wie die Zukunft der Landwirtschaft aussehen kann. Es gibt fantastische Möglichkeiten, aber analysieren Sie sie ordentlich. Ja, springen Sie nicht von einer Headline zur nächsten.